Hi zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Das ist die Folge 111, ja, die 111 hier. Und ja, den Flamingos geht es ganz gut, glaube ich. Aber es geht dem Mandrill, es ist ja nur einer da, dem geht es ganz schön schlecht. Da ist sogar schon ein Aktivist am Start. Ja, und die Glasfassade, die bröckelt hier auch schon. Wir rufen mal einen Techniker. Und ich nehme mal stark an, dass wir einen hier haben. Machen den auch gleich mal früher hier rein. Okay, wir haben keine. Ja, stimmt. Wir haben ja noch gar nichts großartig hier gemacht. Okay. Ja, da haben wir heute einiges zu tun. Mandrills. Wir machen das jetzt mal so. Und ja, ich habe ihm hier ein bisschen was hingestellt beim letzten Mal und versucht, die Ansprüche vom Boden hier, vom Gelände zu machen. Aber es reicht ja nicht. Ich nehme an, die Kletterfläche ist dafür verantwortlich, dass der da ist, oder? Ja. Gut. Wir gucken mal ganz kurz noch im Tierhandel, ob wir noch ein Mandrillweibchen finden. Oder vier. Ich glaube, wir können vier. Wow. Nee, das wird hart. Ich glaube, da haben wir echt ein bisschen Pech hier. Hat keiner denn ein Weibchen übrig? Wahrscheinlich schon, aber nicht, wenn ich gerade aufnehme. Kletterzeug. Wir stellen einfach mal kurz schnell was anderes hin. Ich möchte zwar auch noch selber was bauen, aber das kommt dann später. Aha, hier haben wir doch was. Ja, irgendwie so. Es muss jetzt nicht wunderschön aussehen. Ich will einfach nur nicht, dass der Aktivist hier noch weiter rumhängt. Weil der darf gehen. Mhm. Und das vielleicht... Ja, ich stelle es jetzt hier hin, weil mein Kletterzeug kommt vielleicht dahin. Wir können ja vielleicht auch das so machen, dass man das Kletterzeug so arrangiert, dass die auch hier irgendwie nah an die Scheibe kommen können. Ja, ich glaube, das ist eine coole Idee, oder? Gut. Ja, heute bin ich ein bisschen mit M unterwegs. Ich habe, glaube ich, die Forschung schon eingeschaltet. Ich muss mal schauen. So, die geht schon mal ein bisschen besser. Sehr gut. Achso, falscher Reiter. Ach, das reicht ja ganz genau. Okay, was haben wir hier noch? Die Forschung, wir holen die mal ab. Okay. Sehr gut, das sind die Vivarien, da müsste ich auch noch schauen. Gucken wir mal, ob ich da schon den Forscher angesetzt habe. Nein, okay, da habe ich das doch nicht gemacht. Da kommt mal die Erna, die macht das hier. Jetzt auch nicht, da kommen noch mehr. Wir haben doch jetzt hier... Guck doch mal, der sitzt doch hier ganz lieb. Und futtert. Das sieht aus, hä? Schnabbel, schnabbel. Boah, der hat echt spitze Zähne, ey. Ganz schön krass. Na, bist du satt? Könnte sein. Wir können dich ja mal Mamba nennen. Mambo. Habe ich gerade erfunden. So. Ach, wegen der Schildkröte. Na, schau doch mal, die ist doch jetzt hier. Oh, der Mitarbeiter sieht ziemlich ausgelutscht aus. Ich habe überhaupt keine Pausen. Wieso das denn? Verstehe ich gar nicht. Geh doch einfach in die Pause. Na gut, viel mit Herumlaufen beschäftigt. Aber ich habe doch schon sehr nah das hier hingestellt. Ich verstehe gar nicht, warum das so ist. Vielleicht ist das noch von vorher, die Statistik, wo der Mitarbeiterraum noch weiter weg war.
Wir könnten hier noch was hinmachen. Oh, schaut mal an. Der ist jetzt neu. Cool. Und da hinten auch. Ey. So. Aha. Na, das sieht doch gut aus. So, was ist denn noch hier mit dem Jäger 41? Was soll das denn sein? Oh, das haben wir schon benannt. Ja, wir haben keinen Tierarzt eingestellt für die Ecke, das stimmt wohl. Das können wir ja mal gerade machen. Moment mal, wir können hier auch mal noch was einstellen. Medizinische Versorgung, Freizeitclub. Schneller zufrieden. Ach komm, mach mir das. Die Gorillas. Oh. Okay. Hier sind 5 Stück drin, ne? Ja, dann gucken wir mal. Oh, cool. Direkt wieder Forschung abgeholt. Arbeitsbereich? Ne, Quatsch. Tiere. Wen haben wir denn da? Ah, dann ist... Ja, okay, das sehe ich auch so. Brauche ich gar nicht da reingehen. Weil die Jungtiere kriegen bei mir meistens Verhütung. Genau. Handelszentrum. Ah, da haben sie schon gekämpft. Ja. Wie alt bist denn du eigentlich? Ach nee, das war das. Ich wollte das Männchen eigentlich. Okay. Ah, die werden doch alt, oder? Wir schauen mal gerade rein. 41. Na ja, gut. Aber da hast du hier noch einige Zeit, die du hier erleben kannst. Ne? Obwohl, Momente mal. Ich hatte mir eigentlich gedacht. Ja genau, dass wir das hier mal gerade den Weg schon mal vorbereiten. Soll ich das jetzt machen? Hier sieht man, wo überall die Lichter schon schön verteilt sind. Da fehlt es natürlich noch. Ja komm, wir machen mal gerade den Weg. Ich glaube, der Mantrill kann noch ein bisschen warten. Gut, wir könnten von hier, also wir könnten, oh ja, das ist eine schöne Idee, oder? Ja, ihr wisst jetzt nicht, was ich meine. Das seht ihr jetzt. Ich mach mal hier ein bisschen platt. Und dann mache ich hier so eine Rundung, also ungefähr so. Da kann man hier innen drin auch noch schön Blümchen oder irgendwas hinmachen, bevor man dann hier runter geht. Ja, es wird an jeder Ecke ein bisschen gearbeitet momentan. Ja, das ist jetzt halt so. Das kann ich jetzt nicht. Das hat sich jetzt momentan so entwickelt. Nur ich will jetzt diese Dings hier noch... ich möchte halt gerne noch die Wege jetzt heute noch fertig machen, damit die halt auch hier von hier hinten dann hier rüber gehen können. Ich meine, ich weiß ja nicht, wann der nächste Bankrott naht. Aber die Zahlen, die momentan hier sind, sind jetzt fast... Also, 480.000. Also ich glaube wirklich, das hat irgendwie mit dem Patch zu tun. Der Patch hat meinen Zoo gerettet. Das sind ja nicht nur die Besucher mehr. Das kann ja gar nicht sein. Das kommt mir ein bisschen merkwürdig vor, ne? Und die paar Tiere dann, die man da verkauft, also ich weiß nicht. Kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass es nur das ist. Gut, wir machen mal die Rundung da oben. Habe ich jetzt auf Play? Ja. So. Das ist dieser Weg. Okay, die Winkelausrichtung will ich jetzt nicht haben.
Ja, genau. Oh, das ist doch gut, dass da. Könnte hier natürlich auch abrunden, aber ihr könnt es natürlich auch so lassen. Och nö. Ist das jetzt schief und krumm? Ja, klar. Oh, schade, sehr schade. Gehen wir jetzt zum Abend zu? Ne, wir haben morgen. Ja, da muss ich das natürlich erstmal plätten wieder. Damit das ordentlich aussieht. Der Ameisenbär. Ja, da war quasi noch Vater und Tochter drin. Oh, jetzt ist er verstorben. Der Chico. Und dann kann jetzt auch gleich ein neues Männchen rein. Oder wir warten damit noch. Das geht ja auch. Wir haben ja so viel zu tun. Das da war jetzt zu weit rüber, glaube ich. So. Gut, da haben wir das schon mal. Kann man hier schöne Sachen hinmachen. Und jetzt kommen wir mal von hier hinten, glaube ich. So. Da müsste mir irgendwie hier runterkommen. So. Ich hier noch ein bisschen weiter raus. Ja, wir können den Weg später ja immer noch ein bisschen verändern. Habe ich mir so gedacht. Der muss jetzt nicht fix sein. Wir können auch noch die Höhe verändern später. Ich will jetzt wirklich nur, dass es irgendwie verbunden ist. Ja, ich glaube, den lassen wir einfach mal in der Luft hängen gleich. Was haben wir hier für einen? Den da. Oh, falsche Taste. Gut. Ja, vielleicht breiter gehen sogar. So, gucken wir mal, ob wir hier drunter durchkommen. Ja, sieht gut aus. So. Und dann nehmen wir doch erstmal den wunderbaren Trick mit der Hochstelltaste. Und zusätzlich noch mit der STRG-Steuerung. Ich glaube, so geht das gut. Mhm. Man gewöhnt sich an diese Steuerung, muss man sagen. Und jetzt gehen wir natürlich ganz nach unten. Einfach auf den Boden. Jetzt kann man das wunderbar. Oh, schön. Das gefällt mir. Ich hätte ja auch gerne eine Treppe. Ja, jetzt versuche ich es wieder schön zu machen, ne? Na gut, machen wir das mal weg. Naja, machen wir es mal so. Super, das klappt ja wunderbar. Also wenn man das weiß, ist das eigentlich echt cool. Ja, hier kommen ja die Elefanten hin, für alle, die es noch nicht wissen. Da kommt ein riesiges Gehege hin. Und ich stecke das jetzt nochmal kurz grob hier ab. Das hier kann sich alles noch verändern. Und das soll jetzt mal verbunden werden. Und hier dann auch gleich.
Sollen die dort? Nee, ich glaube, ich mache das anders. Die sollen dann hier durch das Koala-Gehege gehen. Genau. Gut. Dann versuche ich mich mal ein bisschen zu sputen hier. Aktivisten, ach Mensch. Genau, machen wir es mal so. Da müssen die halt hier oben. Ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das verbinden soll. Aber die können ja ruhig durch das Gehege gehen. Und zumindest können sie jetzt mal von diesem Teil zu diesem Teil gehen und umgekehrt. Sehr gut. Da wird wahrscheinlich viel Müll rumliegen bald, aber naja. Aktivisten, na dann zeig mal her, was ist los? Da steht immer noch Gehege-Dingsbums. Mach mal weg da. Und... Oh. Ja, Chico ist verstorben. Und keiner holt dich. Du bist hier am Vergammeln. Das ist ja wirklich widerlich. Ach nee, du atmest noch und bist am Vergammeln. Oh mein Gott. Und du bewegst dich noch und bist am Vergammeln. Ich nehme mal stark an, dass die Entwickler davon wissen. Ich hoffe es wirklich sehr. Dann holen wir euch mal raus. Die müssten hier unten irgendwo sein. Ja, die Poppy hatte ja auch Nachwuchs und die kriegt schon wieder Nachwuchs. Wir können gleich schön die Tiere verkaufen. Da waren drei drin, genau. Die Gabelböcke werden langsam weniger. Dann müssen wir mal ein bisschen auffüllen bald. Da gibt es momentan ja keinen Nachwuchs. Ja. An Altersschwäche gestorben. Ich hoffe, dich holt noch jemand ab. Da mal hier. Nachwuchs und du. Genau. Oh, und ihr seid auch ganz viele geworden. Okay. Moment mal, du bist golden. Aber du bist attraktiver, aber hast nur Bronze. Okay. Gut, die lassen wir. Ja, wir können ja mal kurz hier reinschauen, weil ich habe die noch gar nicht verkauft. Wir haben 48. 14.000. Krass. Das ist schon echt viel. Meine Güte. Ja, und es war Zeit, dass wir da mal leer machen. Sonst kommen ja keine weiteren rein. Geht ja nur bis 50. Ja. Gut. Jetzt gehen wir mal schnell zu den Mandrills. Und da bekommt ihr jetzt mal... Oh, Moment. Vor den Mandrills, wir haben gar keine Mehrzahl. Oh, das ist ein Weibchen. Das zum Glück gucke ich gerade hier rein. Oh, mit 0. Aber dir geht's. Die Langlebigkeit ist ein bisschen im Keller. Oh, wir müssen uns beeilen bestimmt, oder? Naja, weiß nicht. Dann nehmen wir dich. Von mir. Vielen Dank. Ich habe keine Quarantäne zugewiesen hier, glaube ich. Ich weiß es nicht. Was ist denn mit dir? Weiß ich gar nicht mehr. Aber die haben mir gekauft, ne? Nehme ich mal an. So. Da mache ich noch hier den Bongo. Naja, noch so ein paar andere mehr. Muss ich mich später mal mit beschäftigen. Gut. So, ich hatte ja hier, das habe ich gar nicht erwähnt, die Steine schon fertig gemacht. Na gut, habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Du kriegst gleich Besuch. Mambo. Was ist das denn gewesen? Ah, die Kamera geht. Jetzt geht sie. Du machst ja Palaver. Freust dich schon, hä? Kriegst ein Weibchen hier rein.
So, ja, du hast kein Spielzeug, ne, glaube ich. Naja, kein Spielzeug. Wir gucken mal, ob Spielzeug da ist. Gehege. Und Mandrill. Hier. Oh ja, ein Keyboard habt ihr auch. Das ist ja cool. Dann machen wir gerade dahin einfach. Wir machen auch mal eine Heizung hin. Ich sehe es schon kommen. Bald haben wir wieder hier schlechtes Wetter und dann, naja. Ich denke mal, 15 Grad ist für jedes Tier ganz gut. Machen wir hier auch mal 16, naja, egal. So genau müssen wir es ja nicht nehmen. Ah, Spielzeug, Spielzeug. Noch irgendwas? Das Ding hier vielleicht. Wunderbar. So, bei euch, naja. Wer ist das denn? Das sind aber viele Fragezeichen. Guten Tag. Ja, ich will ein bisschen mehr an den Punkten mal gucken, weil ich habe ja nicht mehr so viele. Da ich ja viele Tiere verkauft habe, anstatt... Wir haben gerade die 500.000. Nicht, doch, ja, nein, doch. Geschafft. So, Pflanzen. Ich mache mal zuerst Pflanzen und vielleicht dann, wenn wir es noch schaffen, die Steine. Aber ich glaube, die Zeit ist schon ein bisschen knapp. Aber alles andere sehen wir dann beim nächsten Mal. Und die Dame ist angekommen. Ey, soll man noch gerade gucken? Komm, wir gucken noch gerade. Aha, ja, du bist schon ein bisschen filigraner, ne? Die ist ja echt hübsch. Okay, wir nennen dich mit H. Ach, dann fällt mir jetzt nur Heidi ein. Okay. So, jetzt drücke ich aber mal Pause und dann machen wir mal schön Pflanzen hier rein. Was braucht ihr denn? Afrika. Das ist doch Tropen, ne? Genau. Sehr gut. Ah, guck mal, die haben die blauen Lotus-Dinger. Bananenstaude. Ja, wie ist denn jetzt mit der Form so? Ich hatte mir ja bei dem Gehege nicht so krass viele Gedanken gemacht, wie es aussehen soll. Außer, dass es hier halt nach oben gehen soll und so im Tierwasser sein soll. Ja, und die Höhle hat sich ja entwickelt, das habt ihr ja mitgekriegt. Und ja, wie machen wir das? Viel Kletterzeug. Aber... Wie sieht's aus mit den Steinen? Tja, da weiß ich noch gar nicht genau. Vielleicht man könnte... Ja, jetzt will ich wieder drei Sachen auf einmal sagen. Hier könnten ja auch viele Steine hin. Dass die da auch auf den Steinen hochgehen können. Das wäre auch cool. Dann machen wir mal hier oben den Baum hin. Und gucken wir mal, was wir hier unten noch hinmachen können. Vielleicht der... Ich weiß nicht, ob die auf den Baum können. Kann natürlich sein. Finde ich auch ganz cool. Ich mach mal die Baupläne weg. Oh, das Zeug habt ihr auch. Kleiner. Ich glaube, die Agave... Die machen wir nicht hier rein. Da haben wir zum Beispiel den Riesenbaum. Ne? Das ist der kleinere Riesenbaum. Ja, das musste ich jetzt sagen. Der ist aber schön. Der passt doch voll gut hier rein. Eigentlich so hier die Ecke, ne? Ja, doch, finde ich schon.
finde ich schon. Oh ja, der ist natürlich auch toll. Könnte man machen. Naja, könnte vielleicht noch ein bisschen mit dem Boden arbeiten da hinten. Kann man auch machen. Hier vielleicht. Die Netzanone. Oh, ich habe das jetzt gar nicht auf. Wie viel wollt ihr eigentlich? Okay, das Minimum haben wir schon mal. Da ist aber noch ein bisschen Luft nach oben. Das sind ja locker 45. Glaube ich. Naja, da haben wir noch einiges. Also, denke ich mal. Vielleicht sind es auch 50. Oh ja, die sind auch schön. Ja, das hier ist jetzt wieder der Anfang. Da muss man erstmal gucken. Wie könnte es denn sein? Ah, hier vielleicht noch. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob die Platte da bleibt. Die baue ich jetzt mal nicht mal so ein. Nachher kommt sie doch woanders hin. Und was könnte denn hier? Hier könnte auch ein paar schöne Steine hin. Hier schön Steine. Und dort. Hier mal Wurzeln. Ach, die sind so klein, ne? Gibt es die auch in Mega? Ich glaube nicht, ne? Naja, aber das da ist schon cool. Wir das so ein bisschen durchgucken. Ich lasse mal nur die eine. Vielleicht kommen da ja auch Steine hin und es wird ein bisschen ja, blickdichter. Muss ich mal noch schauen. Ah, hier ist ein großer. Ja, ja, okay. Gut, wusste ich gar nicht. Weil dann kommen die Wurzeln vielleicht ein bisschen tiefer, als sie jetzt sind. Wäre natürlich auch möglich. Oh ja, der ist auch schön. Gut. Jetzt gucken wir mal nach den Steinen. Ja, jetzt muss das natürlich wieder weg. Die abgeknutschten Steine. So. Ja, das Geräusch immer, ne? Deswegen. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das ist doof. So, gucken wir mal. Ja, dass da so ein Pfad ist, der so nach oben führt, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. So. Ich nehme an, dass die auch viel springen. Oder zumindest mal hin und wieder. Kann ich mir gut vorstellen bei denen. Aber wir werden sie auf jeden Fall beobachten, dann wissen wir das dann. Na, ich weiß nicht, der passt irgendwie nicht. Der vielleicht. Ja. Oh, ist das auch eine schöne Seite? Vielleicht dort. Ja. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich glaube, den muss ich noch drehen. Oder doch woanders hin. So. Bisschen tiefer. Ja, das da ist gar nicht schlecht. Hier kann natürlich auch noch was hin. Hier können sie vielleicht nicht direkt hoch, aber vielleicht hier irgendwie oder so. Ich muss mal gucken. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier hinkriegen. Ich
meine, diese Steine immer auszulegen, das macht ja eh immer Spaß. Ah, da müssten die aber unten so dick werden. Vielleicht mache ich das so dahin. Vielleicht. So. Naja, ich lasse es mal dort. Oh, der passt auch sehr gut da rein, oder? Oh, der. Ja, das Steine setzen hat ja schon so ein bisschen was Entspannendes. Zumindest mal, wenn man Geduld hat. Gut, wir gucken mal, wie der Pfad ist, den die da laufen würden. So ein Play drücken und dann aktualisiert sich das. Ah, sehr schön. Aber hier weiß ich nicht, ob die jetzt hier springen oder ob es nicht gehen würde. Hier ist zu schmal. Gut, gucken wir mal. Ja, müssen wir auf jeden Fall beobachten. Na, ist das auch zu schmal? Das hätten wir hier, das ist natürlich auch zu klein. Das könnte was sein. Na, vielleicht die Seite nach vorne. Gucken wir mal. Mhm. Ich finde das gar nicht schlecht. Ich glaube, das sage ich öfter, ne? So, wir könnten das so machen. Ich glaube, das da drehe ich mal. Gut. Gucken wir mal, ob das irgendwas gemacht hat. Mhm, jetzt können sie auf jeden Fall hier rüber. Ich weiß halt nicht, ob die springen. Das da geht, glaube ich. Ach, ich denke, die springen auch. Also so, oh lala, so an sich ist das gar nicht schlecht. Hier noch ein paar Steinchen hin. Ja, so ein bisschen in die andere Richtung. Also hier in die Richtung mit diesem, das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja, ich würde mal sagen, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, morgen, Mittag, wie auch immer. Und der ist echt knuffig. Ja. Und ja, euch noch eine schöne Zeit und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und beim nächsten Mal auch wieder reinschaut. Also dann mal, bis bald. Tschüssi.